Hi, willkommen zurück. Hi. Ich bin ja gerade gestorben, jetzt mussten wir 2 Minuten warten. Aesthetic hat vorbildlich meine Sachen bewacht. Erfolgreich, aber der andere Typ ist auch hier. Ich habe aber auch ein Unglück, ne? Gut, ich habe jetzt keine Waffe, ich bin auf jeden Fall, glaube ich, da schon. Hä, war das nicht hier in dem Container? Ah, da liegt alles. Okay, perfekto. Hinter dir müssten Zombies kommen. Oh, scheiße. Okay, das wird ein Bare-Knuckle-Fight. Ja, wenn du ein bisschen in meine Richtung gehst. Ist despawned oder habe ich alles wieder aufgenommen? Da lagen eigentlich 70.000 Sachen. Da ja, ich glaube, ich habe alles auf einmal wieder aufgenommen. Obwohl das nicht sein kann. Das geht gar nicht. Bitte? Das geht doch gar nicht. Also die Sachen von dem Typ müssten hier gelegen haben. Also sind die echt despawned? Alter, es ist alles einfach gerade instant despawned. In dem Moment, wo du hier warst? Ja. Ich habe meine Panzerung noch gekriegt und der Rest ist despawned. Hier hast du Katana. Willst du eine Waffe erstmal haben? Ja, bitte. Hast du eine Waffe, hier hast du einen Helm. Gut, dass ich alles 10-fach mitgenommen habe. Kannst du noch das AWP-Scope von dir haben. Und... Hast du Munition für die Waffe? Anaconda. Was braucht denn das? Ich habe Standard-Munition. Ansonsten drücke ich dir eine Standard-Waffe noch. Saiga 10 Ammo steht da. Ja, dann hier nimm die. Da hast du einen Clip dafür. Jetzt bin ich leer, jetzt können wir hier looten. Weil ich, der Typ wird wahrscheinlich auch bald hier auftauchen, den ich gerade noch wegknallen musste. Jetzt gehen wir hier aber looten, jetzt bin ich wieder leer. Wo ist denn sein Loot? Aber der ist halt auch despawned anscheinend. Oh, guck mal, hier ist so eine Waffe wie... Nee, das ist eine Schippe. Ich dachte, das wäre so eine von mir. Nimm die mit, weißt du? Ah, kann alles mitnehmen. Compact Scope ist hier drin. Im Auto. Er kennt's nicht. Lol, was hast du nicht gehauen? Also, das kompakte Scope halt, ne? Hier ist auch noch was drin im Auto. Das liegt hinten auf dem Potato. Gute Grüße gehen raus an den Potato Forst. Der Gute. Der Gute. Wie heißt der jetzt inzwischen? Die Faust. Faust 38 oder irgendwie so. Okay. Können wir gerne mal auf den Kanal gehen. Mm. Und schreiben. Du Arsch. Schneid dir mal die Haare. Schneid dir mal die Haare. Du bist gemein. Painkillers. So. Hier sind noch Painkillers für, ne? Für den Typen, der gar kein Equipment mehr hat. Das Bandages sind hier auch noch. Aber du hast mir nicht wirklich Munition gegeben. Ich hab dir einen Clip gegeben. Meinst du, ich habe jetzt 70 Clips? Ich hab dir für eine andere Waffe. So eine... Aber die andere Waffe sieht sogar ziemlich Deluxe aus. Ja, die hat. Auf jeden Fall ist das eine Stunner-Waffe. Warte mal, da mach ich jetzt mal das Scope hin. Okay. Ach, ist ein guter AWP-Scope auf die komische Waffe. Jo. Eigentlich hätte ich da lieber einen Red Dot oder sowas. Meinst du, da vorne ist ein... Das ist ein Supermarkt? Das ist gut. Und da rechts könnte ein Medical Center sein. Ja, das Problem ist, jetzt habe ich ja auch mein Trinkzeug verloren. Also ich habe dein, deine Panzermunition mitgenommen. Also deine Panzer... Das, was dich komplett voll macht mit allem. Hab ich mir gedacht, weil ich sonst hier irgendwie sterbe. Ist es ja. Ey! Ey! Du Sau! Hier ist ein fetter Backpack, Alter. Geil. Energy Drink. Krass, oh, ja. Gott sei Dank, noch mehr trinken. Electro. Okay, jetzt haben wir mal einen Spot, wo wir trinken looten können. Das ist super, ey. Hier sollten wir dann öfters hin. Ja. Hier ist noch ein Kopfding. Ein Indie-Hut und... Ja, der ist aber aus Leder. Das ist nicht Indiana Jones-Hut. Und irgendein anderer Hut. Ken of Ham. Wer kennt's nicht? Lol, ich bin voll. Willst du mich veräppeln? Noch mehr Wasser. Schokoladenriegel. Soda. Boah, der Besitzer. Der Ladenbesitzer. Ja. Ich glaube, das ist aber eher so ein Senior gewesen, der sich ein bisschen Geld dazu verdient hat zu seiner schlappen Rente. Wenn ich ehrlich bin. Ja. Noch irgendwas hier, was man an Essen und Trinken mitnehmen könnte? Can of Ham. Can of Ham. Ach, das kann ich stacken, sehr gut. Okay. Immerhin leer gemacht. Sollten wir uns merken. Gehen wir jetzt nochmal zum Medical-Ding rüber, einfach weil wir es können. Und es wird schon wieder dunkel. Welches Medical-Ding? Wovon redest du? Da vorne ist jetzt ein Medical-Ding, glaube ich. Ja, du hast halt natürlich schon. Nee, ich habe mich eigentlich. Den Überblick hier. Nee, ich habe mich verkämmt. Ich war hier überhaupt nirgendwo drin. Ehrlich bin. Ich sag dir, wenn ich jetzt wieder erschossen werde, da läuft doch ein Spieler. Da läuft ein Spieler.
Oh. Ich sehe nichts. Nee, doch nicht. Aber das war gerade relativ schnell. Also ich dachte, das wäre ein Spieler. Ey, das komische, sag ich schon. Die komische Frau mit dem blonden Haaren hat sich so komisch bewegt. Da dachte ich auch erst, das wäre ein Spieler. Deswegen bin ich verstummt. Nicht, weil ich komische spastische Störungen hatte, sondern weil ich dachte, der könnte böse sein. Wir kommen nicht rein in dieses Medical Center anscheinend. Zumindest nicht von vorne. Laden. Zu. Einmal hinten rum vielleicht, auf dem Parkplatz. Ah, Zombie aktiviert gerade. Der kriegt jetzt einen mit dem 12er Eisen hier. Mit dem 12er Eisen? Ich glaube nicht. Ja. Oder? Bleib mal stehen. Also schon dick, auf jeden Fall. 7er. Na, 7, 9, 8er oder sowas. Ja, mein. Ich habe 10 Jahre Golf gespielt, ich sollte das wissen. Ne? Bam, auf die Fresse. So, dann bringen wir mal die wichtigen Sachen zurück, ne? Jo, und werden dabei noch zweimal erschossen. Du hast ja Talente. Ey, weißt du, was irgendwie mein Glück ist, ne? Ich werde erschossen, als immer als Erster, ja? Ist richtig. Bist auch der Unvorsichtige, der einfach rumballert, wie so Bekloppte. Jan stirbt als Erstes. So ist es. So dein Signature-Move, ne? Deine ja. Catchphrase, so ein bisschen. Ach Mann, schon wieder tot. Oh. Nächstes Mal werde ich mit der G36 losziehen, ey. Ja, aber ich stand halt auch einfach so rum, ne? Das war vielleicht ein bisschen gutgläubig. Aber okay, der kam halt auch wieder aus dem Nichts, ne? Ja, der kam sowieso von hinten aus dem Wald. Also, ja, weißt du, der hat bestimmt noch 5 Minuten lang gewartet, bis er nah genug dran ist. Das ist auch weißt du, die ganze Zeit, das war der Typ, der um Hilfe gerufen hat. Der hat uns da gesehen und ist uns hinterhergerannt, um uns zu killen. Bestimmt. Ja, aber es ist halt doof, sich mit 2 anzulegen, ne? Hat er nicht gewusst. Er hat ziemlich schlecht reagiert, als ich auf ihn geschossen habe. So gar nicht. Also, ja, wie gesagt. Bei DayZ hätte er sich auf den Boden geschmissen. Er hat ja Zeit gehabt, ey, über meinem Kopf zu aimen, solange er wollte. Das ist ein Wichser. Warst du denn One-Hit tot? Bitte? Warst du One-Hit tot? Relativ, so. Und dann okay. War ich weg. Nee, ich nicht. Also, oh Moment, ich muss mal kurz mein Nachtsichtgerät wieder drauf packen, so. Naja, klar, du musst halt wissen, der Typ. Ich hab da schon so 10, 15 Schuss auf den geschossen, aber relativ zügig. Der hat nicht einmal zurückgeschossen. Naja, er hat auch Zeit gehabt zu zielen auch, bei mir. Jetzt war jetzt wohl nicht so sein Problem. Ist auch so rechts am Rand von dem Nightscope oder Night Vision. Ist halt auch so ein bisschen Tiefenunschärfe. Ja, schlierisch, so als wenn da ein bisschen Feuchtigkeit dran wäre, verstehst du? Kondenswasser. Genau, sowas so ein bisschen. Wie viel Geld hast du noch? Hat sich das verändert? Vielleicht kriegt man ja was weg. Nee, ich habe ja nichts ausgegeben. Okay. Ich habe 23.000 jetzt. Überlebt 2 Stunden 15 Minuten. Bisher. Was heißt denn die Zahl neben unserem Namen? Ping, ne? Wahrscheinlich. Wo steht denn unser Name? Bei I? Oder meinst du bei Tab? Bei Tab? Keine Ahnung. Dazu machst du es die Ping, aber eine Ping von 1? Mal gucken, ob das jetzt jemand campt, die Safe Zone. Bin ich gerade ein bisschen am Woodrunner mit Essen, Alter. Und Trinken. Handy, lass mich doch in Ruhe. So scheiße neidisch bin auf die Waffe, die du so der an gute, der Seite trägst. Der gute, wie heißt der? Firefly. Die halt einfach mal voll im Boden steckt, der wenn du laust. Könnte auch mal mitspielen. Ne? Sollte sich das Spiel mal geben. Der hat doch bestimmt Bock. Wer? Firefly. Wer ist das? Ein Zuschauer von mir. Aber der ist ein guter Typ.
Zuschauer von dir also. Von mir, ja. Von mir, wo guckt. Ah, da ist gerade ein Russe gestorben. Einfach so gestorben. Ja, aber ja, war nur ein Russe. Auf dem europäischen Server spielt. Ne? Also keine Verschwendung. Trauert keiner drum. Da lass mal deine Russenphobie oder wie man das sagt. Russenhass. Wer kennt ihn nicht, den guten Russenhass? Ist doch alles nur Späßchen. Ich finde, sowas darf man machen. Ja, ich mag die Leute nicht, die immer politisch, auch selbst bei YouTubern schon, höre ich das oft, also sehr oft, dass sie auch immer so politisch korrekt sein müssen und weil die sonst Angst haben, in Kommentaren geflamed zu werden. Drachenlord? Was du mit deinem Drachenlord hast. Hey, der hat ernsthaft gesagt, für ihn ist die Haut kein Organ, ja. Ja, weil die Haut kann ja auch nicht Wasser aufnehmen und sowas. Die Haut ist kein Organ, hat er gesagt. Er hat gesagt, er weiß, dass die Haut offiziell als Organ gilt, aber für ihn ist das doch kein Organ. Das ist doch absoluter Quatsch. Das hält ihm nicht an. Das ist seine Meinung, dass es kein Organ ist. Ja. Er ist schon ein komischer Typ. Hey, der ist aber auch witzig, unfreiwillig komisch. Ja. Weil er sich halt dann immer selbst demütigt, wenn er mit irgendwelchen Hatern spricht. Aber ich find's halt lustig, dass bei jedem Video nebendran steht, wohin seine Fan-Pakete doch bitte gehen sollen und so, ne? Jetzt echt? Ja, ja, und er verkauft ja auch irgendwelche Poster, die er unterschreibt. Also total, eigentlich total damn. Naja, armselig. Naja. Wenn's die Leute kaufen. Selber schuld. Ja. Ich weiß nicht, es ist mir eigentlich auch wurscht. Ich finde es jetzt auch nicht so geil, aber ich meine, das sind ja die Leute schuld, wenn die sowas finanzieren wollen. Und ja, auch so einen Quatsch zu kaufen, wer hängt sich denn... Die finanzieren ihn ja auch darüber, über den Hass, weil er hat irgendwann mal gesagt, von sich selbst aus, von sich selbst aus, es wären circa 13% Hater auf seinem Kanal unterwegs, aber wenn du mal bei diesen Livestreams guckst, ne, ja, da stehen, also der wird nur beleidigt. Ja, aber du weißt ja, die negative Stimme ist meist die laute. Und die, ja, ja, klar, die netten Leute halt schreiben auch nicht mal Kommentare oder selbst, oder wenn, dann nur, weiß ich nicht. Also, die Leute, die mit dir zufrieden sind, die schreiben auch nichts, weil die sind ja zufrieden mit dir, verstehst du? Die wissen, außer positives Feedback, was sehr selten leider ankommt, also sehr selten gegeben wird, sind die ja mit deinem Kanalkonzept und alles zufrieden, also müssen sie ja gar nicht schreiben, ey, du bist scheiße oder so. Und leider sind die negativen Stimmen halt meist die lautesten. Ja, dürfen sie aber, weil dann mein Video relevanter wird. Was, dürfen schreiben, dass du scheiße bist? Ja, oder? Natürlich. Warum nicht? Naja. Okay, wir laufen jetzt einfach nur die ganze Zeit und unterhalten uns. Ist ja auch ganz nett mal, ne? Eigentlich, ich hätte gern so ein Feuerzeug oder irgendwas, was ich auf die W-Taste legen kann. Aber ich hab nix. Oder was zum Einklemmen oder so. Aber dann bleibst du an dem Baum hängen. Ist ja auch nicht das Wahre. Das klappt auch nicht so ganz. Mein Trinken geht zur Neige. Ich hab Angst, dass Elektrolytzeug zu nehmen. Also ich hab Electro-Aid. Keine Ahnung. Elektronische brauchst du was Verarztung. Zu trinken? Nee, ich hab ja, aber ich will das jetzt noch nicht nehmen, weil ich noch fast halb voll bin. Das wäre nämlich noch genug. Das wäre nämlich wasted. Ja, du hast das ganze schöne Getränkezeug. Ja. Ich habe nur die scheiß Ham-Cans bekommen. Jetzt kriege ich gerade Gänsehaut. Bock auf Schinken, oder was? Nee, einfach sauber. Kriege ich Gänsehaut. Ja, kennst nicht. Passiert auch mal. Was ist denn das überhaupt, Alter? Die Karte ist schon, die sieht klein aus, ne, wenn man drauf drückt, aber man braucht halt einfach mal echt lange, um Meter zurückzulegen, tatsächlich. Hm. Kilometer machen. Ja. Wir sind bald da. Es müsste uns jetzt gleich angezeigt werden, dass wir hier so links unten. Was steht da dann? So ein Schutzschild, ne? Ist ja, dann über. Mit einem weißen Plus drin oder so, glaube ich, war das. Ich sehe sie. Aber ich habe auch das Erinnerungsvermögen eines Fisches. Da, schaut, da ist sie. Ich fühle mich erst sicher, wenn ich das Schild hab. Ich
glaube halt auch nämlich, dass man da nicht getötet werden kann. Nee. Mittlerweile. Ich glaube nicht nur, dass man nicht schießen kann, man kann auch nicht gekillt werden, man ist unsterblich. Ich würde es gerne ausprobieren. Hatten wir das nicht sogar ausprobiert? Man verliert da drin, glaube ich, auch weder, also man generiert keinen Hunger und keinen Durst da drin, glaube ich. Ich meine, wir hatten doch mal, ich hatte dir mal ins Bein geschossen oder so, als du noch in der Zone. Du kannst da drin doch gar nicht schießen, was auch. Nein, ich war draußen und du warst noch drin. Also ich meine, so, das ist nie passiert. Ja, ist ja gut, dann machen wir das jetzt. So. Bist du drin? Nee, ich wollte mal ruhig, also erstmal schieße ich auf dich. Nee. Ich bin der Fong mit dem ganzen Zeug. Also ich bin schon oft genug gestorben. Bist du mal dran? Ja. Aber so bleibe ich in Erinnerung als der Unsterbliche. Nee. Das finde ich ganz gut. Bist du drin? Nein, bleib doch mal ruhig. Jetzt? Nein. Du bratzt mir doch eh eine ganze Salve in den Kopf, anstatt nur einen Schuss ins Knie. Nein, ich schieße einmal auf dich. Und gut, ja, in Fuß bitte. Aber ich bin immer noch nicht drin. Jetzt bin ich drin. Zurück. Nee. Alter, ich bin tot. Was? Nein, mein Spaß. Hat dir das was ausgemacht? Okay. Du gut, hast mir auch drei Schüsse in den Sniper Oberkörper dann geschossen, Alter. Durfte ich auch mal auf den Spieler schießen. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Ziel erreicht in dem Spiel. Danke fürs Zuschauen. wollen wir das denn? Ich weiß ja gar nicht, wie lange haben wir aufgenommen? Ich nehme ja durch auf und du. So, ob wir jetzt das ganze Inventar-Customizing-Scheißzeug. Wir können hier beenden, das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, wie wir alles in die Truhe packen und ich mir mein G36 neu ausstatte und sowas. Ist jetzt genau. Uninteressant. Das zeigen wir euch das nächste Mal einfach dann. Was? Bitte? Ja, die fertigen Sachen. Genau. Weil ich wollte jetzt auch Stopp machen hier. Genau. Das habe ich mir auch gedacht. Safe Zone erreicht, Tagesziel erreicht. Nicht gestorben. Ich bin einmal gestorben. Und falls ihr euch erinnert. Ein Spieler on-camp gekillt und ein off-camp. Okay, gut. Macht's gut. Tschüss zusammen. Tschüssi, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.